Swirl TV. Stream what you really like. Och, Caro, du bist doch noch jung. Also auf jeden Fall noch jung genug, um erwachsener zu werden. Nicht so emotional. Ich weine. Was denkst du jetzt? Fick deine Mutter. Nichts, alles gut. Depressionen und Panikattacken als deutsche Dramödie inszeniert. Mit Mängelexemplar schafft es Sarah Kuttners gleichnamiger Roman auf die Leinwand und überrascht mit bemerkenswert glaubwürdigen Frauenfiguren, visuellem Einfallsreichtum und durchdachter Story. Überaus sehenswert. Hi Red, wie geht's dir? Oh, mir geht's furchtbar. Mr. Red, mir scheint, wir haben es hier mit einem wiederkehrenden Problem zu tun. Wut! Bin ich ein leidenschaftlicher Vogel? Ja! Ist doch egal, dass wir nicht gleich sind. Vögel und Schweine bekriegen sich wilder als je zuvor. Diesmal auf der Leinwand. Der App-Spielerfolg Angry Birds wird zum Kinospektakel in 3D. Statt einer weitgehend anonymen Vogelschar wehrt sich eine kleine Gruppe von Wutpiepmetzen, angeführt von Choleriker Red, gegen den Angriff der grünen Schweine. Knallbunt und actionreich. Weißt du, wie das mit den Frauen läuft? Stopfen sich in dein Leben und saugen sich richtig schön voll. Ihr spielt schön? Mit meinen Sachen? Liebe, Suff und Eifersucht. Die Romantic-Comedy, was Männer über Frauen reden, hebt sich wohltuend von den typisch deutschen Schenkelklopfer-Komödien ab. Dafür sorgt eine aufregende Besetzung ebenso wie die Szenerie im arm aber sexy Berlin um den berüchtigten Kotti. Nur das Drehbuch könnte etwas nachvollziehbarer sein. Jetzt! Braucht es eine weitere Frankenstein-Verfilmung? Das Horrorwerk Viktor Frankenstein, Genie und Wahnsinn, findet einige Argumente, die dafür sprechen. Im Zentrum der Geschichte steht Frankensteins namenloser Freak-Assistent, dargestellt von Daniel Radcliffe. Schöne Action und Special Effects überzeugen, aber leider fehlt am Ende der richtige Twist, um alles zu einem Ganzen zusammenzufügen. Swirl TV, ein Programmguide, der unterhält und eine Suchmaschine, die findet. Alle Filme und Serien auf Video on Demand.